Freunde, was war das bitte für ein Tag? Also der vergangene Freitag nun, der geht als einer der besten Trading-Tage in die Geschichte ein. Lecco mio, ey. 1 Million Transfer-Profit einfach nur an einem Tag. Ja, wobei nicht mal Tag, würde ich sagen. Der Abend hat's ausgemacht. Ich würde sagen so 90%. Was war alles möglich? Was hätte man alles machen können? Was kann man in der Zukunft auch machen? Bei einem ähnlichen Tag. Eventstart zum Beispiel. Alles in diesem Video. Road to Glory, Ausgabe Nummer. Haben wir schon am Start. Die 10. Freunde. Ich hoffe, ihr gebt all Support und für Bruder Algo wie immer einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und oder die Social Media Kanäle und werdet gerne Kanalmitglied für die besten Trading Tipps und einen Austausch einer riesigen, haben wir ja gelernt, Trading Community. Ja, nicht wundern, dass ich heute keinen Trikot oder einen Sportanzug anhabe. Muss später noch ein bisschen Staubsauger verkaufen. Der allgemeine Road to Glory Überblick. Wir haben 2,3 Millionen Coins am Start. Einige, ja, durchaus einige aktive Transfers, wie man sehen kann. Und Transfererlös, ja, die zeigen uns 5 Millionen. Sie sind geknackt und dementsprechend auch genau 1 Million mehr als in der vergangenen Ausgabe. Und ich habe es den Kanalmitgliedern gesagt. Aufpassen, Freunde! Freitagabend, ultra wichtiger Abend. Ihr könnt das machen und das machen und das machen und das machen. Ich glaube, es waren 5 Schritte oder so. Ganz viel. Aber für die, die sich jetzt beschweren, Kanalmitglieder, ich habe es auch nochmal im Softbann-Video angesprochen. Ne? Und das ist natürlich immer gefährlich, weil einige sagen immer, Schibi, der und der Videotitel, der spricht mich jetzt nicht wirklich an. Das Video schaue ich heute mal nicht. Kann man tun? Ist aber auch verkehrt, weil wie ihr ja sicher schon festgestellt habt, gehen die Road to Glory Ausgaben meistens 8 bis 12 Minuten, sagen wir mal. Wir haben ja nicht 12 Minuten lang nur ein Thema. Und ich kann ja auch nicht in den Videotitel 20 Themen reinquetschen. Geht nicht. Deswegen suche ich mir immer ein, zwei Themen aus und der Rest wird halt dann nur im Video erwähnt. Zum Beispiel wie im Softbun-Video, das am Freitagabend nochmal. Das nur nochmal als freundlicher Hinweis, falls ihr euch denkt, oh, das Thema im Videotitel vielleicht gar nicht so interessant für mich. Ja, aber andere Sache im Video höchstwahrscheinlich schon. So, was habe ich zum Beispiel gemacht? Ich habe mich auf die Lauer von neuen Karten gelegt. Hero-Karten. Es kamen nicht nur Once-to-Watch-Karten, nein, es kamen ja auch die Heroes, ne? Und da ist mir bei der einen oder anderen Karte aufgefallen, hey, die ist schon ziemlich billig. Mario Gomez zum Beispiel war regulär ganz am Anfang, so um 20 Uhr rum. Bei 220.000 Coins, da habe ich mir gedacht, okay, ich will natürlich noch das Optimum rausholen und versuche ihn zu snipen. Ergebnis: ein Mario Gomez bekommen für 190.000 Coins und man konnte natürlich schwer einschätzen, wird er jetzt noch weiter steigen oder wieder fallen. Also habe ich mir gedacht, mache ich mal das, was jetzt zu dem Zeitpunkt eine Stunde nach Release sehr wenig machen werden. Ich ändere seine Position von Stürmer auf ZOM und versuche ihn einfach für 299.000 Coins wegzubekommen. Überteuert. Ergebnis? Jo, hat sich verkauft. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, hatte nichts mit dem Positionswechsel zu tun. Er ist dann kurzfristig wieder auf 330 ungefähr gestiegen, ist aber dann genauso schnell wieder auf 250 runtergekracht. Also war ein gefährliches Spiel und deswegen bei solchen Karten den Gewinn so schnell wie möglich mitnehmen, Freunde. Sage ich ja immer wieder. Laut Footbin ist er aktuell so bei 280.000. Ja, dementsprechend kann man mit dem Verkaufspreis absolut zufrieden sein. Methode Nummer 2 hat richtig reingescheppert, Freunde. Also richtig. Aua. Aber der hat richtig gescheppert. Habe ich doch schon erwähnt. Ich glaube schon. Und es war kein Kunstwerk, Freunde. Es war echt kein Kunstwerk. Ich habe es den Kanalmitgliedern geschrieben. Hey, sucht euch eine Gold-Rare-Karte. So, Preis über 1000 Coins, damit man ein bisschen Puffer hat. So 1000 bis 1500. Und geht am Freitagabend her und erbietet sie so billig wie möglich. Lo Celso zum Beispiel, ne? Habe ich mir hier, man kann es sehen, einige Male für 650, maximal 700 Coins erboten. Es waren einige, also insgesamt Lo Celso und noch zwei andere Karten, ungefähr 250 Karten. Ja, kann man mal machen, ne? Zuvor war er 1400 Coins wert und mir war klar, gut, durch die Marktüberfüllung vom OTW und Hero Event Start wird man die Karte billig erbieten können. Erstens.
hat er geklappt. Aber wenn man dann einfach mal den Abend abwartet und am nächsten Morgen wieder reinschaut, wird man die Karte auch wieder wunderbar höher verkaufen können. Dies ist true, Freunde. Ihr seht schon, gerade alle gekauft für 650, 700 Coins, alle wieder verkauft für 1300 Coins. Will nicht mehr so festmachen. Aua. Nebenbei habe ich natürlich auch wieder ein wenig mit Icons getradet. Das kann man so beiläufig mal sagen. Winnie hat sich überteuert verkauft. Das sage ich ja auch immer wieder. Hey, Leute, lasst nicht eure Karten einfach liegen. Wenn, einfach überteuert auf den Markt stellen. Vielleicht ergibt sich etwas. Zack, Winnie für 229k weg. Und gut, Overmars und Barnes haben sich einfach angeboten. Sind auch Freitagabend enorm gesunken durch den Marktcrash, kann man fast schon sagen, den kurzfristigen. Und dann hätte man rein theoretisch, glaube ich, in jede Karte investieren können. Ich habe mich aber für diese entschieden. Das gleiche war auch bei Nacho Fernandes, ne? Für 650, 700 Coins erboten und für 1300 alle wieder verkaufen können. Karte Nummer 3 war Bunou. Eine komplett unscheinbare Karte, aber halt eine 82er Non-Rare-Karte, die hier und da immer mal wieder gebraucht wird. Ihr seht schon, einige Male mitgenommen für 400 bis 500 Coins. Und jetzt schaut mal, was die Karte jetzt wert ist. Halt, ihr braucht nicht nachschauen. Ich kann es euch natürlich sagen, sie schwankt immer mal wieder so zwischen 1000 und 2500. Und ich versuche sie aktuell so für 2200 in der Masse wieder zu verkaufen. Für 400 bis 500 einkaufen, für 2200 verkaufen. Ist doch ganz normal. Verstehe nicht das Problem. Zu guter Letzt kann ich euch noch sagen, was vielleicht für die Methode mit dem Erbieten ganz hilfreich ist. Es gibt immer noch den Glitch mit dem Massenbieten. Eigentlich kann man ja hier auf der Beobachtungsliste maximal 50 Objekte haben. Aber wenn man sich zum Beispiel hier ein Spiel aussucht, Lo Celso, so, Konzeptspieler und irgendwo hinpackt, bei mir jetzt Reservebank, dann aktualisiert man das Ganze einmal, man ist im Game, macht nichts, aktualisiert noch ein zweites Mal, dann geht man in die Mannschaft, aktives Team, Konzeptspieler, Preisvergleich und dann, auch wenn man schon 50 Objekte hat, könnte man hier quasi dauerhaft weiter bieten, bis man 5 Millionen Objekte hat. Ohne Grenze könnte man erbieten, bis man, ja, jetzt würde nichts Gescheites kommen, bis man einfach, ja, genau, lass mal so, ne? Aber das nur als Hinweis, falls ihr das machen möchtet, würde ich natürlich nie machen, ein Glitch, ne? Deswegen mache ich es gerade auch nicht. Würde ich nie machen, so ein Glitch. Niemals. Aber ich wollte es euch mal gesagt haben, ne? Dass es die Möglichkeit noch gibt. Companion App im Übrigen auch. Companion App, App starten, rein, App schließen, nochmal rein, wird es genauso gehen. Konsole wäre mir jetzt noch nichts bekannt. Vielleicht habt ihr da einen anderen Infostand, schreibt es gerne in die Kommentare. Das wollte ich auch noch ansprechen, ne? Weil vielleicht ist ja der ein oder andere daran interessiert zu sagen, komm, mach ich mal. Das nochmal als Hinweis und Augen offen halten. Es gibt immer wieder Marktüberfüllungen, Weekend League Belohnungen, Eventstart und so weiter. Und nun habt ihr gesehen, wie krank, wie überkrank man Gewinn machen kann an einem F-Punkt-Abend. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, Freunde. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Deals ihr so diese Woche gemacht habt, beziehungsweise ob ihr aktuell so mit dem Trading zufrieden seid. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche euch wie immer irgendetwas. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Haut rein.